Kann ich hier oben irgendwo. Okay, ich bin tot. So. Kann ich hier oben noch irgendwas tun? Haben wir hier irgendwas übersehen vielleicht? Wir haben hier diese große Stromleitung, die hier an dieser Stelle dann einfach endet. Beziehungsweise danach kein Signal mehr kriegt. Muss ich damit jetzt irgendwas machen? Gott, ist das verwirrend. Es gibt einen Helikopter. Oh, nein, 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 nein! Obwohl, warte mal. Ich kann hier drauf. Ach, die Spinnendrohnen sind das zerstörbare Objekt diesmal. Ja, okay. Können wir von hier oben da unten noch irgendwas erreichen? Sonst muss ich doch noch mal hier gucken. Was war denn das eben noch? Kann ich irgendwo nach oben? Nee. Ich gehe noch mal runter, glaube ich. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Da bin ich wieder. Zum Beispiel diese Tür, durch die man nicht durch kann. Hm. Was an der Decke eventuell? Wie lange ist diese Tür schon offen, ohne dass ich das wahrgenommen habe? Wie weit würdest du gehen, um deine Freunde zu retten? Bist du bereit, dein Geheimnis zu lüften? Bist du bereit, deine Legende sterben zu lassen? Batmobil, Batmobil, Batmobil. Alles nur fürs Batmobil. Aber hier ist ja noch ein Gang. Da oben könnte ich hoch. Dann machen wir das doch einfach mal. Hör auf zu jammern. Schon beschissen genug, dass wir hier feststecken. Und ich mir auch noch dein Geheul über die Kälte anhören. Locker. Wie soll ich mich locker machen, wenn dieser Freak noch immer da draußen rumflattert und bestimmt schon auf dem Weg hierher ist? Ich hab keinen Schiss vor Batman. Klar, dann kannst du dich ja um ihn kümmern, wenn er auftaucht. Kein Problem. Den mache ich fertig. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Wasser hier irgendwas bringt. Na gut, wir können natürlich. Batman hält dich auf Distanz. Alternativ können wir die natürlich alle verprügeln. Ich wollte eigentlich gerade was anderes ausprobieren. Ja. Genau das. Das wollte ich eigentlich schon ganz am Anfang machen. Nur hat es dann irgendwie nicht geklappt. So, wir haben jetzt hier ein Lüftungsgitter. Ein Lüftungsschacht, durch den wir weiter könnten. Und hier hinten haben wir ein richtiges Gitter und links daneben einen Schalter. Den sollten wir umlegen. Der hat uns zwar nichts getan, aber... Damit öffnet sich der nächste Fahrstuhl. Dann gucke ich jetzt mal hier in den Lüftungsschacht rein.
der Riddler mit einem neuen Spielchen. Ah ja, okay. So, jetzt haben wir es aber. Die waren schon mal herausfordernder. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mit dem Fahrstuhl weiter nach unten, denn wir müssen ja immer noch Gordon retten. Oder fahren wir nach oben? Nein, hoch! Wie komme ich denn da dran? Ach, jetzt geht's auf einmal. Jetzt geht's. Erst wollte er nicht. Hier ist bestimmt auch wieder ein Riddler-Rätsel hinter. Ich muss das Explosivgel ja, direkt auf die Wand auftragen, um sie zu zerstören. Wisst ihr, woher das kommt? Die Kombination, die jetzt hier dieses Schnellexplosivgel macht, die war früher fürs Sprengen verantwortlich. Das ist natürlich so drin. Das kriege ich auch so schnell nicht raus. Kein Strom, das bringt nichts. Na gut, dann abwärts. Ist jetzt die Frage, ist es so schlau, hier drin zu bleiben? Ich kletter mal wieder oben drauf. Für den Fall, dass uns ein Empfangskomitee erwartet. Weiter hoch fährt der Fahrstuhl nicht. Ich muss irgendwie an dem Hindernis vorbei, das den Schacht blockiert. Weiter hoch? Ich glaube, Batman bringt da was durcheinander. Ach so, ja, natürlich. Schon klar. So, was blockiert denn den Schacht hier? Schrott. Jetzt wird's spannend. Feigling muss eine
finde das gerade sehr interessant. Daran sind die anderen gescheitert. Wenn wir unsere Zahl beibehalten, wird Batman scheitern. Sanitäter retten euch das Leben. Als nächstes Wachgeschütze. Das gefällt mir schon eher. Mal zuhören, was er noch so zu sagen hat. Vielleicht kriegen wir noch ein paar nützliche Infos. Die automatischen Geschütze bieten Deckung. Wenn ihr eins aufstellen sollt, tut es schnell. Es wird euch vor Angriffen schützen und eine Menge Lärm machen, wenn er sich aus dieser Richtung nähert. Denkt dran, er ist vielleicht schlau. Er ist echt geschickt. Aber er ist ein Mensch. Verpasst ihm genug Kugeln und er blutet wie jeder andere auch. Psst, Spoiler! Die gibt euch Feuerschutz und zerstört alles in ihrem Zielbereich. Eure Waffen tun das nicht. Denkt daran, auf dieselben Bereiche zu zielen wie im Training. Die Beine, die Schultern. Noch einmal. Verschwendet keine Zeit mit der Brust. Dieses Symbol soll eure Aufmerksamkeit dahin lenken, wo der Panzer am dicksten ist. Was kommt als nächstes? Aussichtspunkte. Batman nutzt architektonische Merkmale zu seinem Vorteil. Das ist wirklich sehr interessant. Er gelangt schnell zu diesen Punkten. Denkt an Wasserspeier, Kabel. Denkt, wo würde ich mich anstelle dieses Mistkerls verstecken? Dann wisst ihr es wahrscheinlich. Der Arkham Knight hat Lösungen für diese Probleme bereitgestellt. Am einfachsten ist es natürlich, wenn ihr diese Aussichtspunkte zerschießt. Das ist einfach und effektiv. Und wenn ihr ihn von den anderen Aussichtspunkten fernhalten wollt, vermint sie einfach und duckt euch, wenn sie explodieren. Wenn ihr Batman den Raum über euch nimmt, zwingt ihr ihn in das Lüftungssystem. Setzt thermobare Sprengsätze ein. Füllt den Schacht mit Gas und fackelt den Bastard ab. Mit diesen verschiedenen Maßnahmen können wir ihn unter Druck setzen und ans Licht holen. Und doch wird das Licht reichen. Das liegt darauf, was Batman zur Party mitbringt. Wie ihr wisst, verbirgt sich in dem Anzug Hightech-Ausrüstung im Wert von Milliarden von Dollar. Überwachungssysteme scannen den Raum und helfen ihm bei der Wahl seiner Strategie. Diese Systeme senden ein eindeutiges Signal, das wir verfolgen können. Wenn er sie einsetzt, können wir ihn orten. Miliz-Tutorial 101, oder was wird das hier? Ja, unter keinen Umständen wird jemand von uns eine Bombenweste tragen, okay? Wenn ihr nicht an der Sicherheit und dem Komfort interessiert seid, den euch nur ein vor dem Bauch geschnallter Drachenkopf bieten kann, dann ist das euer Problem. Sicherheit und Komfort, aber geil. Täuscht euch nicht. Es wird schwer. Ihr wurdet speziell ausgewählt. Die Besten der Besten. Studiert die Abbildung. Nutzt die Taktik. Und wir werden siegen. Das sehe ich noch nicht. So, war es das jetzt? Ist er tatsächlich fertig jetzt? Können wir jetzt prügeln gehen? So, wir haben zwei Sanitäter. Die sollten wir vielleicht als erstes ausschalten. Ihr Anführer trägt eine Sprengweste. Ich muss ihn zuerst ausschalten. Den Anführer zuerst? Ja, dann sollten wir vielleicht mal zu Mr. J. Na, Mr. J. Sprich. Oh, diese Typen haben mehr Feuerkraft als der Pinguin. Denkst du, was ich denke? Diese Waffenkiste schreit geradezu danach, manipuliert zu werden. Diese Waffenkiste? Nicht darauf aus, ihm zu helfen. Die da? Ja, okay. Ausrüstung, die Soldaten alarmiert, kann ich erst einsetzen, wenn ich die Sprengweste entschärft habe. Unser Training, das vom Arkham Knight persönlich erstellt wurde, verschafft uns einen taktischen Mach ich das von Vorteil. Hier hinten? Anscheinend. Was meint ihr, Ladies? Ich setze auf Batman. Denn genau wie ich hat er keine allzu saubere Weste. Na, Ladies? So, ich wollte eigentlich hier noch... Ich muss noch mal hoch, warte mal. Yeah. So Jungs, jetzt gibt's aufs Maul, jetzt können wir kämpfen. Zack. Ha, das hat bestimmt weh getan. Wo wird denn da wiederbelebt? Wiederbelebung ist nicht hier.
Scheiße! Mach ihn nieder! Und Kabommens! Denkt daran, was der Mann gesagt hat. So, komm hier, die werden auch mal verschrottet. Ich weiß nicht, was das eben war, aber meine Kombo ist kurz vor Schluss noch in den Arsch gegangen, weil Batman wieder sonst was gemacht hat. Sowas finde ich nicht nett. Ja, ich bin nicht so der Kombo-Fanatiker, aber sowas finde ich dann doch nicht nett. So, wo ist denn der Anführer? Achso, K.O. Ja, da war ja was. Von wo sind wir jetzt gekommen? Wo geht's weiter? Ah, Mr. J. weiß das nicht. Diese Jungs haben wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. Was meinst du, woher sie ihre Informationen haben? Ob Barbara es ihnen gesagt hat? Ach, immer deine Handlanger. Nur ein bisschen foltern, schon fangen sie an. Bitte aufhören. Ich verrate alle von Batmans Geheimnissen. Ich glaube nicht, dass Barbara geredet hat. Ich halte eine andere Theorie für wesentlich wahrscheinlicher. So, der Weg ist frei. Ist das ein Geschütz? Steht da ein Geschütz? Auf jeden Fall steht da oben das Batmobil. Aber da steht's gut, ne? Kriegen wir das weiter runter hier? Nicht bitte unterbrechen, ja? So viel steht fest. So. Das waren jetzt wie viele Spinnendrohnen? Gordon ist gleich hinter dieser Wand. Ich muss ihn mit dem Batmobil zerstören, damit ich zu ihm komme. Und dafür muss das Batmobil hier erstmal runter. Nur wie? Wenn ich das Batmobil irgendwie auf den Bohrer kriege, kann ich ihn vielleicht senken. Ja, aber wie? Der Commissioner hat dir vertraut, seine Stadt und seine Familie zu beschützen. Kannst du dein Versagen wieder gut machen? Liegt dein Schicksal immer noch in deiner Hand? Die Antworten auf diese Fragen erwarten dich, Batman. Und ich auch. Ich denke mal, hier hinten geht's weiter. Wo die Geschütze stehen und uns abknallen wollen. So, für 30 Sekunden blind. Die Zeit können wir nutzen. Ja, wir können nochmal resetten. Um uns zu überlegen, wie wir eventuell da reinkommen, um dieses Geschütz ganz auszuschalten. Aber da scheint es keinen Weg zu geben. Also fahren wir mal mit dem Fahrstuhl weiter. Warte. Nochmal blenden. So, komme ich da hoch? Ja, komme ich. Spiderbot! Spiderbot! Das war der Everest Spiderbot, das. The Amazing Spiderbot, meine Damen und Herren. So, was haben wir denn hier jetzt noch? Jetzt fange ich doch an und suche diese ganze Riddler-Scheiße hier nebenbei, ne? Ja gut, was wir da machen müssen, ist klar. Ich gucke nur gerade, ob ich vielleicht noch irgendwas anderes entdecke. Jetzt so spontan allerdings... Ja. Oh, ich mochte das Ausrüstung auswählen besser, als es noch nicht in so einem extra Menü mit Spielzeitunterbrechung stattgefunden hat. Sondern noch schnell umschalten konnte. Untergrund. Untergrund klingt doch gar nicht schlecht. So, Passwort akzeptiert. Sesam, öffne dich. Wie komme ich da dran? Okay, das wäre auch zu einfach. Aha, aha.
Jetzt aber. Eine weitere Riddler-Trophäe ist mein. Kann ich da noch runter? Da kann ich auch noch runter. Aha. Ha. Ich kann das wieder einschalten. Bringt mir das was? Bringt mir das irgendwas? Hm. Jetzt so auf die Schnelle eher nicht. Gucke ich nochmal in Ruhe dann. Wenn wir hier fertig sind. Jetzt ist es an der Zeit, endlich den Ventilator auszuschalten. Zack. Zack. Oh. Ein Schuss mehr als... Der zweite Ventilator ist aus. Jetzt muss ich das Batmobil auf den Bohrer schaffen. Nötig gewesen wäre. Und ab... Oh, halt, 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 halt. Ja, da war was.